Hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen zurück bei SimCity. Wir kümmern uns jetzt mal ein bisschen um das Verbrechen, was ja inzwischen ganz schön Einzug gehalten hat hier bei mir. Ist mir gar nicht so aufgefallen, weil sich ja nie einer beschwert hat, aber 23 Verbrechen pro Tag ist schon eine Hausnummer an der Stelle. Vielleicht sollten wir auch mal kleine... Oh, wir haben ja die Finanzabteilung, genau. Wir können ja auch einen großen Kredit mal aufnehmen. Und können dementsprechend uns mal hier ein bisschen, ne, damit auseinandersetzen, mit der Polizei alles sicher zu schaffen. Das Problem nämlich an dieser Stadt jetzt ist, dass wir natürlich unglaublich viele... Na? Wie heißt es? Unglaublich viel Gewerbegebiete haben und natürlich auch Casinos und dementsprechend, will natürlich jeder Verbrecher sich hier einnisten und die Macht der Casinos übernehmen. Oder so ähnlich. Deshalb müssen wir die alle mal festnehmen und sagen, du, so nicht. Ah, ich komme da auf jeden Fall rein. Bitte was? Was bitte? Linien aus. Feierabend. So. Arbeiter gebraucht, die kommen noch. Dann können wir beim Bahnhof echt unglaublich viele Touristen einschleusen. Auch wenn im Moment hier am Meckern ist wegen der Kriminalität. Aber darum kümmern wir uns auch mal eben. Soweit es jedenfalls geht. Gefängnisse voll. Ja, wird schon. Zelle voll, Verbrecher freigelassen. Die Justiz funktioniert. Jedenfalls in meiner Stadt. Aber passt ja zu SimCity. SimCity? Erste oder zweite Aussprache richtig? Kommentiert. Ich finde eh, dass Kommentare inzwischen etwas zurückgegangen sind. Was natürlich damit hat, am Anfang haben alle SimCity gespielt oder wollten sehen, wie die Leute die ganzen Bugs finden und jetzt sind alle Bugs bekannt. Kein Mensch muss jetzt mehr SimCity sehen. Oder vielleicht doch, oder auch nicht. Oder kein Mensch setzt sich hin und macht noch 20 Millionen Parts davon, obwohl natürlich eine gewisse Kreativität dahinter ist, die aber an sich, finde ich, sehr beschränkt ist bei SimCity. So, 258 Passagiere kommen hier und direkt ist das Casino auch besser besucht. Ja, die Schule hat keine Kapazität mehr, kann ich mir denken, aber ich habe jetzt auch keine Lust, eine weitere Schule aufzubauen erstmal. Kriminalität macht uns Sorgen. So, der baut auf jeden Fall eine weitere Gefängniszelle. Ohne Wasser ist kein Zugbetrieb möglich. Warum sollte es kein Wasser geben? Weil ich einfach an der einzigen sauberen Stelle meine Müllabfuhr hingepackt habe. Sag ich dazu einfach nur.
glaube, das sind eh nur die Verbrechen, die hier ausgeübt werden. Beziehungsweise die jetzt an dem Tag schon ausgeübt wurden, die kann ich ja nicht mehr verhindern. So, Bildung. Polizeiabdeckung ist überall eigentlich vorhanden. Okay, da haben wir die Bimmelbahn oben drauf. Es treiben sich zu viele Kriminelle rum. Schmerz. Ich glaube, wenn wir es so machen. Kack. Warum kann ich denn jetzt nicht das Ding daneben setzen? Scheiße nochmal. Gut. Also eine Distanz von 3. Und hier werden wir mal eine niedrige EK anstreben. Vor allem, dass hier so viele Touristen der niedrigen EKS noch rein können. Das ist, glaube ich, weil das Grundcasino so viele hergibt, ne? Ah, okay, ich verstehe es jetzt besser als vorher. Also Touristen habe ich ein Grund-EKS und eine Erweiterung durch halt die einzelnen hier. Während solche Sachen wie die Lounge natürlich hier neue Touristen eine Einkommensstufe anzieht. Und da wäre, glaube ich, die niedrige EKS gar nicht mal so schlecht, da mehr Touristen anzuziehen. So, dafür brauchen wir aber hier Comedy. Und daneben können wir nämlich den Münzautomaten setzen und schon ist das Casino auch fertig. Was sagt er? Ich bin es leid, im Keller des Fluxor zu arbeiten. Baut eine Zentrale. Ja, dafür muss ich aber erstmal genug Profit machen. Und das ist leider noch nicht der Fall. Sonst hätte ich da auf jeden Fall schon die Zentrale gebaut. Boah, ist das schön, wenn der Verkehr noch funktioniert. Ah, wenigstens so ein bisschen, ne? Dauerbrenner Cinemas. Was läuft hier? Preiswertes Kino. Super Maxis Lama. The Maxis Lama. Oder The Super Maxis Lama. Günstige Büros. Wieder ein Ganove weniger, okay. Siehst, jetzt haben wir nur noch 3 Verbrechen pro Tag. Wir haben aber auch eine ganz andere Polizeipräsenz jetzt in der Stadt. Und dann werden irgendwann nämlich das mit den Verbrechern wieder rausfallen. Wir brauchen mehr Geld, uns bereits die Kriminalität, es sterben einfach immer mehr. Wie viele Keime hier rumschwirren.
Ja, okay. Mal Krankenhaus von hier aus gesehen, oder? Zu wenig Simeon. Gravierende Lücke im Gesundheitssystem. Glaube ich aktuell noch nicht so dran. Aber ich lasse mich ja immer gerne ans Bessere belehren. Ah, jetzt kommen die ganzen Kranken schon an. Und werden gleich merken, ist voll. End it's gone. Ah ne, die haben ja nur eine Warteliste. Aber so müssen die Menschen wenigstens nicht sterben in meiner Stadt. Piep, piep. Was kostet mich denn jetzt wieder hier so viel? Weil mit den Casinos ist eh so eine Sache, wo man immer ganz schnell den Überblick verliert, ob man noch Profit macht oder nicht. Jetzt ist das zurzeit zwar der Fall. Das kann sich morgen ja schon ändern. Wobei morgen heute ist und man ja auch nicht unbedingt sehen kann, warum sich das gerade ändert. So, Gesundheitsversorgung ist wieder akzeptabel. Ha, Spielzentrale, Bau genehmigt. Sehr schöne Geschichte. Kostet mir aber 37.000, die ich gerade nicht habe. Ach, jetzt füllen sich die Straßen. Ich sehe es schon kommen. Das sind die Arbeiter aus den Casinos, die nach Hause fahren. Natürlich doof, dass sie durchs Reichenviertel mal fahren. Ob man es einfach so nennen darf. Was weiß ich. Was soll der Proof schon wissen? Der Proof sitzt einfach hier und spielt ein bisschen. Guckt manchmal aus dem Fenster und fragt sich, was der normale Menschen zur selben Zeit machen. So. Ach komm, gib mir Kohle. Führ mich zum Schotter. Das dazu. Durch alle durch. Ah, wie ich das hasse. Mit Shift hält man ja, kann man ja dann die Menüpunkte hier auswählen. Ah, das machen wir natürlich nicht, das mit der Kohle. Wo ich anfänglich noch hinaus wollte drauf. Schade drum. Brauchen wir echt noch viele mittlere EK? Stimmt, mittlere EK-Jobs fehlen.
Da sollten die aber lieber einfach wachsen hier. Also die Dichte erhöhen. Machen wir es so. Die Reichen profitieren stärker bei mir als die Armen. Aber nur, weil sie halt so langsam wachsen. Ach, die sind wegen Schule so angeböckelt. Ist halt nur das Problem, wenn ich eine zweite Schule baue, ist das denen total egal. Ach ja. Ich kann natürlich auch eine allgemeine Hochschule bauen. Obwohl ich keine Industrie habe. Ich weiß da nicht, was das für einen Sinn macht. Na? Geht doch, komm, mach. Ach, das mit diesen Parzellen aufbauen ist echt so eine Nummer. Dass das manchmal hier an den Rand nicht geht, ey. Ich sollte einfach wieder die ganze Parzelle ausbauen, hier mit dem Ausfüllen. Aber irgendwie habe ich da dann Sorgen vor. So, jetzt setzen wir die Schule hier. In der Hoffnung, dass sie ausreichen sollte. Das dazu. Jetzt kommt aber an selber Stelle die Problematik, dass ich eigentlich hier mein Luxusviertel hinbauen will. Also brauchen wir Plaza. Okay. Was haben wir jetzt gebaut, was klassisch hieß, oder? Einfacher Gehweg, doppelter Gehweg. Und das ist jetzt hier einfacher Gehweg. Bom, 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 bom.
Okay, erstmal kostet mich der Ausbau hier einiges. Aber es wird sich auf jeden Fall, würde ich mal sagen, und so weiter und so fort lohnen, oder? So. Das dazu. EK ist gering. Jetzt haben wir natürlich wieder das Problem, dass hier unten wird das wieder ein Armenviertel. Boah, wie es anhört. Es wird ein Armenviertel. Dabei meine ich das gar nicht so. Hauptsache in der niedrigen EK haben wir sogar teilweise zu wenig Mitarbeiter. Also, ja. Ihr weißt, ja, ihr wisst, was ich meine. Teilweise brauchen wir halt mehr. So, wir haben nur eine Feuerwehr, oder? Erklärt, warum das jetzt nicht unbedingt klappt. Wie das Gesundheitsebene. Okay, die Aufnahmekapazität ist schon ein paar Mal überschritten worden. Dann ändern wir es auch wieder. Profit machen die auch genug am Tag inzwischen. Natürlich der niedrige LK weniger als der mit der hohen EK. Irgendwie entleeren die nicht alle Mülleimer. Aber ist jetzt auch uninteressant an der Stelle. So. Wir machen das jetzt so. Schön und einfach, nicht übertrieben. Grundfehlende Kunden ist okay. Unser Geschäft braucht mehr Touristen. Aber erstmal müssen wir über 30.000 Einwohner kommen. Auf dem Weg zum Hotel, eine tolle Stadt. Dort wollen wir noch sehen, wie toll die Stadt ist. Ah, jetzt explodieren die mittleren Jobs. Und? Wie sieht das bedarfsmäßig aus? Mittlere EK wird noch gesucht, hohe EK nicht unbedingt. Industrie wird natürlich gesucht, aber ich hab... Nö, Industrie gibt's nicht. So, dann hatten wir hier das Gewerbegebiet.
Jetzt sieht man nämlich, wie die das aufbauen hier. Hier alles in die Ecken. Krieg jetzt schon die Krise, ey. Möchte ich nicht haben. Die sollen nur an die Hauptstraße bauen. Und sonst bitte nix. Weil wie man sieht, ich habe vielleicht jetzt für den einen Moment mal mehr Bewohner hier in einer Parzelle. Jetzt habt ihr euch bestimmt erschreckt, da ich plötzlich angefangen habe zu reden. Jedenfalls habe ich mich vor mich selbst sogar erschreckt schon fast. Ich gehe einfach da... Aber später, wenn die sich halt vergrößern, hat man plötzlich hier ein großes Gebäude, an der anderen Ecke ein großes Gebäude. Deshalb glaube ich, das ist das Optimale, was man machen kann. Ich habe, glaube ich, das auch bei Maxis Blog gesehen, dass die das nämlich genauso gemacht hatten. Vom Aufbau her. Deshalb, warum sollte ich das da nicht auch so machen? Wenn Maxis meint, dass das der richtige Weg ist. So, nächste Upgrade. Tja, Feuerwehr, Touristen, Versorgungsabteilung. 75.000 könnte ich noch mit reinnehmen. Touristen? Ja, komm, wir nehmen die Touristen mit rein. So dass wir wenigstens ein bisschen Wasser generieren können. 7:62 Uhr, okay. Touristen wären gut fürs Geschäft. Ach ja. So, dann bauen wir mal Schule weiter aus, oder? Obwohl, wahrscheinlich die Bonzenkinder, die werden nicht mit dem Schulbus fahren. Die lassen sich vom Chauffeur bringen. Ach ja, es ist echt schade, das Spiel hätte noch ein paar Monate mehr Zeit gebraucht. Dann wäre es perfekt geworden bestimmt, weil so funktioniert ja alles ganz nett. Nur die Problematik kommt halt mit, ja, sobald es ins Endgame geht, sagen wir mal so. So, der ist nahezu voll. Der ist auch so gut wie voll, hat aber kaum Touristen der niedrigen EKS. Und jetzt fahren die ganzen... Was ich nicht verstehe, die fahren jetzt zurück vom harten Arbeitstag. Von was für einem harten Arbeitstag? Ja, die kommen ja aus dem Casino, ne? Teilweise. Was sagst du? Wir haben für Gewerbegebiete nicht genug Kunden. Dann brauchen wir eine Touristenattraktion. So einfach ist das.
Ich weiß nicht. Es passt so perfekt, oder? Wir können natürlich auch mal den Kölner Dom einfach hier drin pflanzen. Obwohl das natürlich auch... Opernhaus passt nicht, müsste ich die Straße noch wegmachen. Rathaus. Sydney wäre auch okay. ...917 Touristen pro Tag. Das ist natürlich jetzt nicht die Welt. Komm, nehmen wir den. Sollte jetzt auch alle wieder happy machen. Und es sollte einiges an Touristen ziehen. Wo mir gerade wieder einfällt, Spezialisierung, Casino-Geschichte hier. Was kann man für Upgrades machen? Ach so, okay. Poker, Craps, Turmzimmer, Zimmer für gehobene Klassen und Penthouse-Suite. Die Arbeit ist öde, aber zumindest bekomme ich Gehalt. Toll. Tolle Einstellung. Auch tolle Geschichte, dass der nicht genau hinter die anderen Casinos noch passt. Müllverbrennung brauchen wir auch mal. Auch wenn die über die Stadt zieht. Ist mir jetzt egal. Muss sein. Nein, wir wollen nicht zurück. Wir wollen natürlich weiterziehen. Noch mehr Abwasser. Scheint die Touristen ja nicht zu interessieren. Auf jeden Fall kommen hier einige Leute, um das Ding zu sehen. Und die Casinos werden auch voller. Strom gibt's noch genug. Können nochmal kurz in die Spezialisierung reingucken. Gut, gibt es schon 1238 Touristen. Schön, schön. Ja, läuft doch. Es geht auf jeden Fall voran. Jetzt sagt er, brennt außer Kontrolle. Da glaube ich zwar jetzt im Moment nicht so dran, aber wenn er meint... Glücksspieltransaktionsbericht sagt mir 35.000. Das nenne ich Polizeipräsenz. Gibt es hier irgendwas zum Einkaufen? Ja, genau daneben. So, jetzt können wir mal die Zwischenstraßen auf hohe Dichte, weil es sehr uninteressant. Weil da habe ich ja nichts dran gebaut. Ich habe ja nur an die Hauptstraßen gebaut. Vielleicht funktioniert das genau umgekehrt besser. Also, dass ich die langen Linien, mache ich die normalen Straßen, dazwischen mache ich nur die Hauptstraßen. Ich glaube, das kommt aufs selbe hinaus. Aber ich meine, da ist genau andersrum bebaue. An die Hauptstraße keine Gebäude und an alles andere halt die normalen. Ich
finde auch schade, dass man, wenn man denn auf hohe Dichte geht, hier, dass man dann unbedingt eine Straßenbahn, also man, dass man auf hohe Dichte gehen muss, um eine Straßenbahn zu kriegen. Warum darf ich nicht auf mittlere Dichte eine Straßenbahn bauen? Wäre mir viel angenehmer. Anstatt der Schmarrn hier. So. Ja gut, Zeit ist rum. Die Stadt entwickelt sich prächtig, würde ich mal sagen. Was anderes wird mir jetzt dazu nicht einfallen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, Freunde der Spielkultur. Oh, die Schüler füllen sich. Es kommen sogar alle Schüler in die Schule. Ich würde sogar sagen, dass das richtig gut läuft von der Stadt her. Jetzt haben wir sogar die maximale Anzahl an Touristen. Die Casinos sind auch ziemlich am Limit. Da ich sogar sagen würde, ja, bam, 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 wie wär's denn mal mit einem fetten Casino? Holographisches Schild. Ach so, das kommt da oben hin. Nicht genehmigt. Nicht genehmigt. Disco Club. Der bringt mir 2160 Touristen. Was ist das hier? Raketenzimmer. Zimmer da unter an EK 120. Puh. Wo sollen die denn alle hin? Keine Ahnung. Jetzt habe ich auch überzogen. Verdammte Hacke nochmal. Aber es gibt hier keine Hotelzimmer, also müssen wir auf jeden Fall einen hiervon bauen. Müssen wir natürlich gucken. Alter Schwede, mit dem Raketenturm, da denke ich auch echt nur. Der Sound dahinter. Ach, ich überziehe immer noch. Ist auch egal. Komm, wir überziehen einfach volle Kanne, Hoshi. So. Das gibt auf jeden Fall Unmengen an Touristen. Und wenn ich so viele jetzt ziehe, dann brauche ich ja nicht mehr diese Geschichten wie der Comedy Club zieht ja Touristen der niedrigen EK. Da kann ich lieber noch einen Münzautomat stellen. Kann mehr Touristen der niedrigen EKS reinpfeffern.
Wo sind die Terroristen der mittleren EKS hin? Und wann rentiert sich der hier mal? ...1900 Ausgaben. Ja, so langsam sollte das schon in den Plus laufen. Verdammt. Jetzt will ich es aber wissen. ...42.000 Einnahmen. Der Tower ist einfach so hässlich. Moment, da machen wir es anders. Da machen wir nämlich einmal... Zweiten Bahnhof. Wir machen sofort Feierabend, ganz ruhig. Ganz entspannt. So, setzen wir den da rum. Weil jeder Bahnhof hat ja bis zu 1000 Passagiere, die der bringen kann. War ja, glaube ich, so. Ja, 500 Kapazität pro Zug. So, dann gehen wir hier rein. Casinos bauen zum Betrieb mehr Wasser, sonst werden sie geschlossen. Super. Müssen wir jede kleine Pfütze anzapfen hier. Übrigens habe ich noch Strom ein bisschen Überschuss. Und jetzt setzen wir hier den dran. So, Wasser ist genug da. Jetzt haben wir ein bisschen viel Verkehr. Aber es sind alles Touristen. Diet. Ah, okay, Bürgermeister Villa. Wo auch immer die vielen Gäste sind, die der Disco Tower bringen sollte. Irgendwie scheinen sie nämlich nicht da zu sein.
So, jetzt haben wir ihn. Okay, hier haben wir Wohngebiet. Das haben wir jetzt alles ein bisschen scheiße aufgebaut. Weil wir müssten ja eigentlich das Gewerbegebiet noch hier reinpfeffern. Ja, das war klar. Jetzt zieht er natürlich... Ah, nee, das ist okay. Das ist okay. Damit kann ich leben. Haben sogar einen recht guten Sympathiewert. Na gut, machen wir jetzt wirklich Feierabend. Ich will mich nur drücken vom Schlafen. So, ich sag von meiner Zeit... Episode, Zeitzone, Moment der jetzigen Zeit einfach mal gute Nacht, Freunde. Der Spielkultur, so sieht's aus in Sin City. Es geht vorwärts, es geht voran. Jetzt können wir eben noch eben die Stunde warten. So, jetzt freuen sich alle, dass Ende ist und dass ich nicht weiter überziehe. Feierabend, tschö, gute Nacht und auf Wiedersehen. Blöb.